Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Im letzten Part haben wir unseren Kumpel wieder gefunden, der sich da kreuzigen lassen möchte. Wollte dann, dass wir ihn ans Kreuz schlagen, das habe ich dann aber doch dankend abgelehnt. Aber wir haben versprochen, ihn bis zum bitteren Ende zu begleiten und... Ja, das machen wir dann mal jetzt. Also irgendwie... Oh, ich finde es irgendwie nicht so geil, aber jetzt sind wir halt dabei. Was eine kranke Scheiße. Ich soll mich da jetzt hinsetzen und zusehen? Ihr seid doch wahnsinnig. Okay. Ich möchte, dass du mich ans Kreuz schlägst. Ja, nein, Alter. Wie entspannt er das auch macht, so ihm ist es einfach scheißegal. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für eine kranke Scheiße? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie krank ist das? Und jetzt kann ich hier weg? Ich will das nicht länger sehen. Bin hier weg. Bleibt das jetzt so? Das Gefühl, Johnny hätte irgendwas sagen sollen oder so. Irgendwie geht's hier nicht weiter. Ah, ich kann ranzoomen. Toll, noch näher. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen. Ist er jetzt tot oder was? Haben die den jetzt echt? Das ist eine kranke Scheiße. Das war wohl mein härtester Gig, aber ich hab's geschafft. Was jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe 2 Tage durch. Ich werde mich wegen deiner Bezahlung bei dir melden. Die Welt sollte diesen BD nicht zu sehen kriegen, Alter. Veröffentlich den BD nicht. Die Welt sollte das nicht sehen. Das haben weder du noch ich zu entscheiden. Ich ruf dich an. Ist er denn jetzt tot? Haben die den jetzt echt umgebracht? Weil davon stirbst du jetzt eigentlich nicht, oder? Wobei es echt unangenehm aussieht. Aber, also ich sollte den anderen da reinballern. Also der ist doch wahnsinnig, der Junge. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier einfach nur weg. Was eine kaputte, kranke Scheiße. Raus hier. Einfach nur raus. Verstörend. Einfach nur verstörend. Wo ist mein Kaffee? Da muss ich Kaffee drauf schütten. Oh, ganz weit weg. So, Alter. Schön mit der Kaffeetasse erstmal gegen das Mikrofon ballern, so muss es sein. Zu spät, Leute, ihr könnt aufhören, es ist zu spät. Weg hier. Nur noch weg hier. Kann ich so ein Polizeiauto eigentlich auch mal klauen? Einbrechen, ja, können wir.
Kann ich denn gut fliehen dann? Ja, doch, kann ich. Nö, interessiert mich aber auch nicht. Journal. So. Begib dich nachmittags zum Megagebäude H8. Na, dann machen wir das doch mal. Wir brechen jetzt ein und verpissen uns ganz schnell. Erstmal zwischenspeichern, falls wir drauf gehen. So. Es interessiert nicht mal irgendeine Sau. Was hast du für ein Problem? Siehst du nicht, dass ich die Polizei bin? Ich darf alles. Kann aber nicht die Sirene anmachen oder so. Ah doch. Die klingt sehr seltsam. Ups, sorry. Bam, 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 bam. Ich zieh mal eben durch, danke. Bin im Einsatz, Leute, seht ihr das nicht? Hohoho. So, aussteigen. Ist das auch nicht hier, wo unser Automat ist? Unser lustiger Lieblingsautomat? Können wir mal mit dem nochmal wieder schnacken? Gibt's da was Neues? Er hat es wieder getan. Wir sind gerade erst wieder zusammen. Aber er ignoriert mich. Er hat Angst, abserviert zu werden. Also tut er es immer zuerst. Dabei will ich doch nur die Beziehung retten. Ich komme mir so blöd vor. Er ist hier der dumme Theo, nicht du. Du trägst so viel Liebe und Mitgefühl in dir. Aber an Leute wie ihn ist das verschwendet. Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du meinem Geheul zugehört hast. Ich wette, selbst Donald Lundy futtert manchmal kübelweise Eis auf einmal und verbraucht Berge von Taschentüchern. Oh, Brandon, du bist der netteste Typ, den ich kenne. Bis später. Das Mädchen, mit dem du geredet hast. Wer war das Mädchen, mit dem du geredet hast? Oh, du meinst Theo? Sie ist meine allerbeste Freundin. Ah, sie ist so lieb und hübsch und sensibel. Ich rede gern mit ihr. Es ist schöner, als immer nur Karamellkaffee aufzubrühen. Ich glaube, Leute nach Aussehen und Gefühlen zu beurteilen, geht über deine Fähigkeiten hinaus, oder? Blödsinn. Wenn ich die Leute nicht analysieren könnte, woher sollte ich denn wissen, ob ich einen Chai Latte oder eher einen Mochaccino empfehle? Ich habe dich überschätzt. Du kannst fühlen. Du sagtest, du magst manche Leute mehr als andere und denkst dir Witze aus. Du kannst wirklich fühlen. Oh, hör schon auf. Ich werde sonst noch rot. Was bedeuten würde, dass ich über Hitze und meine Leitungen durchbrenne? Nicht auszumalen. Denke ich auch. Wir sehen uns, Brandon. Hau rein, Brandon. Ich bin ja Fan von Brandon. Ich bleibe dabei. So. Wir müssen warten bis zum Nachmittag. Das kriegen wir hin. Wir gehen da einfach mal hoch und lehnen uns gegen das... Müssen wir das hier machen, wo es so nach Kacke stinkt? Egal. Warten wir bis zum Nachmittag. So. Triff dich mit Judy und den Puppen. Ah, das war die Clouds-Mission. Okay. Wusste doch, da ist noch was offener. Dann. When you are sky high. What the fuck? Okay, treffen wir uns mal mit den Puppen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bereit? Gut, dass du da bist. Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Nervös? Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Na, du machst sowas zum ersten Mal. Sieh so, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. So, wie komme ich zu Hiromi? Weißt du, wie ich an Hiromi rankomme? Ich habe den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Wo ist Maiko? Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Hiromi, damit keiner was merkt.
Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Ah, denk daran, hör auf dein Bauchgefühl und folge dem Impuls. Denk dran, den Verhaltenschip einfach machen zu lassen. Du wirst keine Zeit haben, Entscheidungen abzuwägen. Folge deinem Instinkt. Wenn du nur eine Sekunde zögerst, kann das dein Leben kosten. Alles klar? Okay, wollen wir? Okay, gehen wir rein. Sehen wir es durch. Folge Judy. Na, dann wollen wir doch mal. Das kann doch nur gut werden. Was soll denn schief gehen? Ich wüsste nicht was. In Kooperation mit dem NCPD hat Fahr mit dem Aufzug zur Wartungsebene. Dieser Tor, ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Clouds. Wird auch langsam Zeit. Alles wird gut, Leute. Da könnten Leute sein. Leon, komm mit vor. Link dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Neutralisiere die Tiger Claws. Breach-Protokoll, womit soll ich mich verlinken? Ich kann hier erstmal so ein Breach-Protokoll raufballern. 55, 7a. Und dann kann ich natürlich die Tiger. Oh. Verschwinde da, sonst sehen sie uns! Ich bin Soldat, kein scheiß Handwerker! Ich verlinke mich mal hiermit. Oh, warte, wir nutzen das eine Sache: lokales Netzwerk, Klimaanlage. Aktivieren. Aktivieren. Ich habe mal die Klimaanlagen angemacht, warum auch immer. Was auch immer das bringt. Und dann verlinken wir uns auch nochmal. Und gucken, ob da noch mehr geht, nicht wahr? 1C55E955. Neutralisiere die Tiger Claws. Kann ich die nicht einfach angreifen? Muss das still und heimlich geschehen? Oh. Warte! Geh doch hin. Da kommen sie! So viel dazu. Wir hätten wahrscheinlich irgendeine Steuereinheit hacken sollen, die ich nicht gesehen habe. Aber macht nichts. Tiger Claws müssen eh weg. So. Das war. Okay, naja, man muss auch mal so einen Kopf abschneiden. Muss auch mal sein. So, Judy, wie geht's weiter? Ach, und das? Dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Kommst du nicht mit? Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Okay. Kannst du mich ins Penthouse bringen? Kannst du dich reinhacken und mich ins Penthouse bringen? Ich dachte, ich könnte es, aber das wird leider nichts. Du musst es allein schaffen. Okay, bin unterwegs. Okay. Bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Steig in den Lastenaufzug. Na dann. Warte, hier ist noch was zum Looten. Benutzen, ja. Wir können mal kurz gucken, ob da was Wichtiges steht. Warte mal. Könnte ja sein, dass irgendein. Ne. Irgendein Hinweis hätte da ja sein können. Aber nope. Dann würde ich sagen, let's go. Geh aufs Dach. Aus. Wir sind drin, im Clouds. Wer übernimmt welche Etage? Ich übernehme unten, Tom geht hoch. Wir sind soweit. Okay.
Ich guck mir die News an, so lang. Gerade eben hat uns folgende Eilmeldung erreicht. Ein Kantao Evi ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Ja, ist ja lange her. Durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay? Auf mein Zeichen! Ich hab Scheiße, los! Viel zu tun. Nein, warte nicht auf mich. Ich will kein Scheißabendbrot. Alles, was du kochst, schmeckt sowieso nach Sägemehl. Lieb dich auch. Scheiße! Ich hätte mir fast in die Hose gepisst. Oh oh. Sollen die Kameras ausschalten? Erstmal Breach Protocol. Kameras deaktivieren, alle Kameras. 55 7a. Ah, schade. 55. Dann fangen wir mal mit E9 an. Nur eine Dreier-Sequenz. 55. 55. Wenn wir hier hingehen, 55. Doch, das geht. 55, 55, 7a. Oh. Was du bist denn? Oh oh. Mach den kalt! Okidoki. Erstmal eine Heilung reinziehen, Alter. Das lief leider nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es macht nichts. So, verschaffe dir Zutritt ins Penthouse. Ja, das kriegen wir hin. Ich gucke mich nur erstmal nochmal um hier außen, jetzt wo wir eh alle beseitigt haben. So mit still und heimlich hat sich bei mir ja inzwischen wirklich komplett erledigt. Ich trenne ja lieber Gliedmaßen ab derweil. Hier wird mal wieder gegrillt. Das sieht sogar gar nicht mal so eklig aus. Ein Kaffeebecher. Okay, mal sehen. Verschaffen wir uns mal Zutritt ins Apartment. Ich denke mal, wir können einfach die Tür öffnen, ne? Spielt jetzt keine Rolle mehr. Geh in Hiromis Büro. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Das Büro ist oben, okay. Bevor wir da direkt hingehen, erstmal schauen, was hier noch so los ist. Ich höre Geräusche. Ich auch. Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Nimm an dem Meeting teil. Ich hab gehofft, du würdest mit weniger Getöse auftauchen. Sorry. Zum Glück stecken sie alle in Virtus. Sonst wärst du schon Geschichte. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Und die ist besonders charmant. Ich mag sie auch nicht. Nett muss sie ja nicht sein. Nicht jede Frau muss nett sein, Johnny. Besonders nicht, wenn sie mit einer Gang klarkommen muss. Du hättest die Wachen abziehen können. Na, fangen wir an. Bringen wir es hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Arsch, die mal auch im Kopf. Was gucken die? Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Wer sind die anderen beiden? Wer sind die anderen beiden? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko!
Ich hol sie gleich raus. Die werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Ich tu mein Bestes. Hol sie raus. Das war so nicht abgemacht, ach Scheiße. Okay, ich tu, was ich kann. Hol sie raus. Naja, sie ist keine Parker. Bevor es aber weitergeht, machen wir jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Meine Lieben, ihr habt den Hahn nämlich kriegen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.